Die Blutelfen. Ich dachte, Elfen wären wunderschön, liebevoll, zärtlich. Doch das stimmte leider nicht. Ich wurde Augenzeugin eines grausamen Mordes. Auch mich hatten sie verfolgt. Doch ich konnte ihnen entkommen. Den schönen Blutelfen Sakura. Sie ernährten sich von Menschenblut, rissen ihre Eingeweide raus. Doch wie kann man diese Wesen besiegen? Wie zum Teufel kann man diese grausamen Wesen besiegen? Wie? Ich weiß es nicht, wie man diese Wesen besiegt. Ich werde wahrscheinlich ein ganz normales Messer nehmen. Ach, da ist ein Artikel. Blutelfen lieben Menschenblut. Sie hassen es aber, wenn man ihnen was vorsingt. Sie hassen den Gesang der Menschen. Es ist ein ohrenbetäubendes Geräusch für sie. Das können die Blutelfen nicht ertragen. Interessant. Nun wage ich es raus. Zwischen all den Kirschbäumen. Mit den wunderschönen Kirschblüten. Ich warte. Hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo Mensch, möchtest du mit uns spielen? Wir mögen gerne Spiele. Ja, willst du mit uns spielen, Mensch? Ihr schönen Wesen. Ihr seid ja atemberaubend schön. Ihr seid Elfen, stimmt's? Ja, genau. Wir sind Elfen. Wir nennen uns Sakuras. Ach so. Erzähle mehr von dir, Mensch. Wir möchten alles wissen. Ich komme aus Deutschland und ich recherchiere für, für mich, über Elfen. Über uns? Ja, ich bin fasziniert von Elfen. Keiner glaubt, dass ihr wirklich existiert. Doch ich habe einen Bericht gefunden über euch, Sakuras. Ja, uns gibt es wirklich. Das hätte ich gar nicht gedacht. Doch jetzt sehe ich es mit meinen eigenen Augen. So, jetzt erzählt mal was über euch. Wir sind Elfen der Nacht. Und wir lieben es zu spielen, besonders mit Menschen. Wir lieben es, mit Menschen zu spielen. Hast du Lust, mit uns auch zu spielen? Weißt du, was für tolle Spiele wir machen?
Nein, das weiß ich nicht. Sollen wir es ihr zeigen? Naja, wir halten den Menschen fest und reißen Eingeweide raus. Das macht richtig Spaß. Naja, und dann haben wir natürlich auch Hunger. Und wir trinken gerne das Blut der Menschen. Naja, aber auch, weil sie sich nicht mehr rühren können. Und bevor wir ihren leblosen Körper einfach wegschmeißen, verwerten wir ihn und essen davon. So ist es also. Ach so. Dann kommt ihr Elfen! Los, lasst uns spielen! Ja! Mögt ihr dieses Lied nicht? Nein! Ich kann mich nicht mehr bewegen! La 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 la, I've got a weasel. Und die letzte Elfe stirbt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast fast alle ausgerottet. Du weißt, wie man uns besiegt. Wer ist da? Up goes the weasel. Ich bin immun gegen das Singen. Was? Was? Das kann doch gar nicht sein! Wer bist du? Ich bin die Elfenkönigin des Sakuras. Warum muss ich mich jetzt verbeugen? Du verbeugst dich jetzt vor mir. Das ist schön. Nun wirst du mir gehören. Was? Aber warum? Du wirst eine der Elfen sein. Was? Du gehörst zu den Blutelfen. Aber ich hab gedacht, die Blutelfen... Blutelfen werden aus Menschen gemacht. Besser gesagt aus der Königin. Mir. Ich verwandle die Menschen. Wo ich weiß, sie haben eine besondere Gabe. Was? Du, meine Liebe, hast eine etwas sehr besondere Gabe. Du bist fanatisch. Du liebst Elfen. Was gibt es Besseres, als eine Elfe zu sein? Ich weiß es nicht. Ja, schon. Irgendwie. Naja. Dann würde ich sagen, komm zu mir. Und du wirst zu einer Elfe werden. Aber warum kann ich mich nicht bewegen? Du gehörst nun mir.
Oh mein Gott, was ist das für ein Schmerz? Ich habe so Schmerzen am Rücken. Das sind die Flügel, die nun aus dir wachsen. Es wird ein paar Tage dauern, bis du nun zur Elfe wirst. Bis dahin sperre ich dich in einen Keller. Du wirst ein paar Tage lang Schmerzen haben. Aber dann wirst auch du zu Blutelfe. Zu einer tollen Blutelfe. Ach, schön. Frisch Fleisch. Mein größter Traum geht in Erfüllung. Ich werde zu Elfe. Doch zu welchem Preis? Das wird sich noch herausstellen.